So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute demonstrieren wir in Karlsruhe gegen die Fahrverbote. Ja, meine lieben Freunde, wie ihr sehen könnt, sind wir hier gerade mit sehr vielen Motorrädern unterwegs. Wir sind in Karlsruhe bei der Demonstration, hier mit dem netten Dance Moto. Und ja, wir werden jetzt hier mitfahren. Wir dachten uns, wir treffen uns einfach, machen unser erstes Dual-Vlog zusammen und quatschen einfach ein bisschen über die ganze Thematik. Hast du dich eigentlich schon mal wegen dem Fahrverbot geäußert? Also in dem Video oder so noch nicht, aber privat so in der Runde natürlich schon oft genug. Ja, und was ist jetzt deine Meinung? Warum nervt dich? Ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht. Ja, genau. Und da habe ich auch kommentiert, es ist einfach Schwachsinn, weil, wie du schon richtig gesagt hast, sehr viele Leute arbeiten einfach Montag bis Freitag, haben dann nur das Wochenende und das willst du den Leuten nehmen? Also ist auf welcher Grundlage? Weißt du, wie ich meine? Das ist in meinen Augen komplett falsch. Ja, das ist halt das Problem halt in der Geschichte, ne? Also viele Leute können sich halt auch eher nur am Sonntag dann halt rausbewegen und ihren Hobby zelebrieren und dann passiert halt der Scheiß, dass im Endeffekt, ja, dir deine Freiheit in dem Sinne genommen wird oder dein Hobby. Man weiß ja nicht, wie lange du schon Motorrad fährst, ne? Und wenn das dann zu deinem Ritual wurde in deinem Alltag, dann beschränkst du ja diese Leute halt so sehr im Alltag, dass sie halt ihr eigenes Hobby, wo sie halt abschalten können, nicht mal ausüben können. Ne? Und was machen dann die Leute mit ihrem Motorrad? Die müssen das weggeben, genau. Sind dann traurig. Ja. Aber es ist halt, also für mich ist es halt eine Sauerei, sowas überhaupt zu initiieren. Ne? Ja. Dass man überhaupt so eine kleine Randgruppe, wie wir es sind, eigentlich so beschneidet, dass man überhaupt gar nicht mehr fahren darf. Und genau aus dem Grund müssen wir jetzt hier auch raus, müssen wir unsere Stimme erheben. Und egal, was ihr fahrt, ob ihr jetzt so eine Z900 fahrt, wie der vor uns, oder genau, so einen normalen Chopper, so eine Honda, das ist eigentlich egal. Hauptsache, ihr fahrt und darum geht's und zeigt Präsenz. Und deswegen sind wir jetzt auch hier ja, angereist, sage ich mal so, obwohl es eigentlich ja, so 50, 60 Kilometer von uns entfernt ist. Von dir, Bro. Ja, von mir. Von dir noch ein bisschen mehr. Von mir, ne? Sind es knapp 80, glaube ich. Aber egal, wie du schon sagst, es ist wichtig, dass wir Präsenz zeigen einfach, weil oftmals ist es ja so, dass so Sachen einfach durchgewunken werden und man muss halt zeigen, dass es nicht okay ist. So. Genau, und dann zum Beispiel auch die Bevölkerung, ne? Die viele von der normalen Bevölkerung wissen das ja gar nicht. Ja. Und das ist jetzt, jetzt sehen die ganzen Motorradfahrer auf der Straße und denken sie, hä, ist da jetzt ein Event oder was ist da los? Und dann googeln die Leute und dann sagen die, ah, guck mal, die demonstrieren gegen Fahrverbot, ja? Und dann werden die vielleicht hellhörig, weil die vielleicht auch in der Familie Motorradfahrer haben oder sowas und dann, genau, der hat es vielleicht gar nicht mitbekommen, weil der gar nicht so in den Medien dabei ist. Ja. Und es ist halt, ich verstehe halt nicht, wie du schon gesagt hast, Motorradfahrer sind so eine kleine Gruppe. Warum gehst du auf diese Gruppe? Wenn du, die sagen ja, wenn ich richtig informiert bin, nichts über 80 Dezibel. Genau, also Motorräder. Genau, allgemein, also es gibt ja zwei Sachen. Erstens, es gibt ja zwei Punkte. Erster Punkt ist generelles Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen, dann ist es egal, wie leise oder laut du bist. Ja, da kannst du auch 40 dB haben, ja, genau, darfst du ja auch nicht fahren. Und generell, das zweite Ding, generell darfst du überhaupt gar nicht mehr lauter als 80 dB sein. Und das, also alle neuen Motorräder, die dann kommen. Und das ist halt, dann dürftest du eigentlich auch gar keine Autos mehr, die lauter als 80 dB sind. Du dürftest keine Gartengeräte, kein Rasen mehr dürfte lauter sein als 80 dB. Weißt du, genau, wie ich meine? Das ist, weil es bringt nichts, so eine kleine Gruppe, ich sage jetzt mal, auszuschließen. Dabei ist es so, hier rechts, Bro. Ja. Dabei ist es so, dass der meiste Lärm von anderen kommt. So. Oder nicht nur von anderen, sondern eben auch mit von anderen. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, was ist, es gibt ja genau genug Sportwagenfahrer, die jeden Tag halt auch mit ihrem Sportwagen halt rumfahren. Weißt du, in Stuttgart, wir sind jetzt im Raum Stuttgart. Und im Raum Stuttgart ist es ja auch so, dass viele zum Beispiel einen SLS fahren oder sowas, ne? Und der ist auch ein bisschen lauter als 80 dB, sage ich mal, ne? Und der brettert halt auch im Odenwald rum. Ich bin ja oft im Odenwald unterwegs und der SLS sind eins der meisten Sportwagen, die ich da halt sehe. Halt, es gibt ja viele Autos, die laut sind. Ich meine, klar, es ist jetzt kein Alltagsauto, aber zum Beispiel ein Lambo Aventador, meine ich, ist mit über 100 Dezibel eingetragen, Digga. Und es ist, glaube ich, und dazu letztens, ich glaube vor 3 Tagen,
ist bei mir in der Stadt ein Ferrari an mir vorbeigebrettert, Digga. Ja. Der war so fucking laut. Ich natürlich als so ein bisschen Benzin im Blut hab das natürlich gefeiert. Aber worauf ich hinaus will, ist, das Ding war so fucking laut, das konntest du null, null mit einer Harley vergleichen. Da ist eine Harley im Vergleich zu so einem Normalo-Ding, weißt du, ich meine? Ja, ja, klar. Aber ich glaube, das ist halt, ja. Ich meine auch generell, das, die haben ja unter meinem Video haben Abonnenten ja auch Studien veröffentlicht, ne? Okay. Und da haben die ja auch gesagt, dass das Abrollgeräusch von den Reifen zum Beispiel auch extrem laut ist. Ne? Und allgemein ist der Motorradlärm weniger präsent als der Autolärm im Durchschnitt. Und das ist halt so eine, das ist halt so eine Sache, wo ich halt wieder so einen Halt bekomme. Warum werden nicht alle quasi reguliert, sondern nur eine kleine Gruppe? Ne? Ich glaube, wir müssen links, Bro. Ja, ja, ich habe den nur durchgelassen. Okay. Das ist es halt. Es bringt nichts, eine kleine Gruppe zu regulieren, weil dann der Allgemeinheit nicht geholfen ist, weil der Lärm ja immer noch da ist. Ja. Ah, guck mal, hier überall Polizei. Das ist, wir sind auf jeden Fall am richtigen Ort. Ja. Okay, irgendwo stellen wir jetzt hier die Bikes ab. Ich würde sagen, wir gehen weiter in die Mitte. Ja, oder wo willst du? Rechts oder links? Ah, links, der zeigt links. Uns links. Links. Wir haben gar nicht die Wahl, sie wurde uns genommen. Ja, leider. Meinungsfreiheit. Kannst du vergessen. Wie heißt der Platz? Der Platz hier ist Platz der Grundrechte oder so. Ja, kann gut sein. Gehen wir hier rechts, links, wohin? Ja, ich habe schon gelenkt. Ich hab voll Schiss, dass ich da wegrutsche, Digga. Komm wieder zurück. Hä? Komm wieder zurück. Ah! Ich weiß nicht, wo ich hin. Komm wieder zurück. Ich park da vorne. Komm okay, her. Ich komm, Bro, ich komm. Ich habe mir gerade meinen Oberschenkel abgefackelt am Motor wegen dir. Danke. Bitte. Ich park da. Vielleicht kommt die Polizei. Alter, hier null Grip, gell? Da musst du aufpassen. Digga, es bietet sich jetzt halt an, Burnout zu machen. nicht, dass ich da Lust oder Ding drauf hätte, aber es bietet sich an. Es ist eine Option. Ja, dann bist du halt lost, ne? Wohin? Soll ich einfach neben einem... Digga, der nette Herr redet mit dir. Alles klar, danke. So Leute, wir sind jetzt hier an dem Platz des Geschehens, da wo die Demo ja, durchgeführt wird. Ihr seht schon, die ganzen Motorradfahrer kommen. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass die ganzen Motorradfahrer gegen das Fahrverbot demonstrieren. Es sind ordentlich viele da eigentlich. Ja, und ich glaube, es kommen noch mehr. Ich glaube, noch eine Stunde ist Zeit, ne? Oder anderthalb, zwei Stunden. Und in der Zeit kommen wahrscheinlich viel, viel mehr. Und es kommen wahrscheinlich auch noch Leute, die das gar nicht gewusst haben und denken, ah geil, springe ich auch auf mein Motorrad und komm her, weißt du, was ich meine? Ja, ist ja ein warmes Wochenende, werden viele spontan unterwegs sein. Ja, auf jeden. Aber guck mal, wie geil das ist. Egal welches Motorrad, ne, ob eine Harley das ist oder ein GS. Ja. Und guck mal, es sind viele Adventure hier, so weißt du, ich meine, guck mal hier, GS, ja, ja. Africa Twin, wie heißt die, Twin? Africa Twin. Africa Twin, genau. Ja, überleg dir mal, guck mal, das sind genau dann die Leute, die dann am Wochenende oder durchs Wochenende auch fahren, ja, weißt du, die machen dann Touren zum Beispiel durch Deutschland und sagen, ey, ich will dir einmal kurz eine Deutschlandtour machen. Und dann kommst du halt auch nicht weiter, ne? Weil sie am Sonn- oder Feiertag nicht fahren dürfen. Genau. Ja. Und überleg dir, du willst eine Wochenendtour machen, ja? Und dann fährst du, keine Ahnung, in den Schwarzwald rein mit dem Motorrad am Samstag, ja? Übernachtest da, am Sonntag darfst du nicht mehr zurückfahren. Ja, musst halt auf den Montag warten. Ja, ich meine, das sind so Sachen und ich glaube, das pisst die ganzen Leute auch extrem es an. Es ist eigentlich auch untragbar. Ich verstehe halt nicht, welcher Mensch so ein Ding einfach in den Raum wirft, weil... Du musst doch vor nachdenken, bevor du sowas machst. Nee, du hast doch bestimmt diese Motorrad-News gesehen, oder? Da hat er so einen Schnipsel eingeblendet, wie die abgestimmt haben. Der hat es einfach vorgelesen und die Leute haben alle keine Ahnung gehabt. Er hat noch nie davon gehört, hat gesagt, gegen Motorradfahrverbot, Artikel bla bla bla, soll durchgeführt werden. Ja, okay, mach das. Ja, das ist genau wie in Österreich. Die haben jetzt die Fahrverbote für die 95 Dezibel-Grenze, ja. Aber Standgeräusch, das ist wieder... Da hat es einer, ja. Wir nehmen mal an, dass er es gut gemeint hat, aber komplett verkackt, weil er keine Ahnung von der Materie hat. Ja, Standgeräusch bringt ja halt überhaupt gar nichts, ne? Weil Standgeräusch kann 95... Weißt du, was die sich gedacht haben? Jetzt mal ehrlich, jetzt plump gesagt. Ich denke mir, der dachte sich, okay, im Fahrzeugschein, Standgeräusch ist immer lauter bei den Motorrädern. Also nehmen wir das als Ding. Wahrscheinlich. Da sieht man mal, wie hirnlos das eigentlich alles abläuft. Ja, aber guck mal, wie krass, guck mal, wie viele Motorräder da sind. Es sind extrem viele, ne? Du siehst, du kriegst auch in die Kamera gar nicht alle rein, so. Nee, gar nicht.
alle Motorräder sind da, aber viele Harleys, gell? Auch, ne? Es sind viele Harleys, viele Adventure. Es sind eigentlich alle vertreten. Das Ding ist halt, wenn du in eine Richtung guckst, dann ist halt eine Gruppe mit Sportlern da und dann denkst du, oh, viele Sportler. Dann guckst du in die andere Ecke, sind viele Harleys. Halt. Ja, auf jeden Fall. Aber im Grunde ist wirklich alles vertreten. Alles. Ja, das ist auch gut. So, ne? So, guck mal, das ist sogar so ein Dritter Weltkrieg, ja. Nee, das ist aber schon krass, was hier abgeht. Übel. Nee, mega geil. Also sowas freut mich halt, weißt du, so als Motorrad-Enthusiast. Und überleg dir mal, das ist jetzt nur Kreis Karlsruhe, gell? In Stuttgart ist noch was. Und Stuttgart ist wahrscheinlich größer oder wenn du sowas in Frankfurt oder München startest, ist es vielleicht noch größer, weil der Raum auch einfach größer ist, weißt du? Ja, hier in Karlsruhe ist jetzt nicht so groß, aber ist halt, ne? Ja. Das ist halt, genau wie du gesagt hast, dass alle vertreten sind, einfach diese Gemeinschaft. Das ist das, was du sagen wolltest, glaube ich. Das ist das, was einfach geil ist. Das ist auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich mache den Motorradführerschein. Einfach diese Gemeinschaft. Ja, deswegen ist auch der Gruß wichtig und so. Und ich meine, da siehst du ja, guck mal, die Autofahrer, keine Ahnung, die rebellieren auf eine andere Art und weiter, aber wir machen jetzt Motorrad-Demos und da siehst du, egal welches Motorrad es ist, alle halten zusammen, alle wollen fahren, ne? Und finden halt dieses Gesetz einfach nur schwachsinnig. Und guck mal, und Motorradfahrer, also du kannst natürlich nicht für alle sprechen, aber jetzt für mich oder für uns heute, wir hatten ja eigentlich vor, als wir in die Stadt gefahren sind, die Klappen zuzumachen. Das heißt, du nimmst auch Rücksicht auf die Leute in dem Sinne. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und vor allem jetzt immer. Es ist ja auch nicht so, dass man einfach sagt, okay, die finden es zu laut, ist mir scheißegal. Sondern du denkst dann, okay, dann mache ich halt hier und da die Klappe zu und dann sind beide Seiten zufrieden so. Auf jeden Fall. Du gehst niemandem auf den Sack, weißt du, wenn du außerorts bist oder irgendwas auf der Landstraße fährst, dann kannst du ja ruhig deine Klappen aufmachen. Und du hast ja eh einen teuren Klappenauspuff, der sogar nach den deutschen Richtlinien genormt ist halt. Ne? Das heißt dann, wenn du zum Beispiel 30 oder wenn du zum Beispiel 50 fährst, ja, im dritten Gang, dann geht deine Klappe zu. Und das ist in der Regel genau der Gang, den du hast, wenn du halt 50 fährst. Ne? Das ist das Gesündeste für ein Motorrad ist. Und somit nimmst du ja auch quasi, du hast dich ja schon beim Kauf dieses Auspuffs schon entschieden, dass du Rücksicht auf andere nehmen wirst. Sonst hättest du dir einfach einen illegalen Auspuff angeklatscht. Und das ist halt der Unterschied zwischen Rücksicht nehmen und nicht Rücksicht nehmen. Ich meine, die Maschinen, die neuen, die sind ja bedingt durch die Euronorm, sind die alle guck hier, Mannheim West, ist auch noch einer da, aus unserer Gegend ungefähr. Die Maschinen, die neueren, sind ja Euronorm bedingt, alle ein bisschen leiser. Und dann kommt jetzt noch die elektrische Klappe hinzu, jetzt in unserem Fall Jekyll and Hyde, die da eben das Ganze automatisch regelt und in gewissen Bereichen eben auch zumacht. Und wie du gesagt hast, da nimmt man eigentlich schon beim Kauf der Anlage Rücksicht auf andere. Ja, also für mich ist es jetzt hier einfach mega geil, dass ich jetzt so viele Motorräder sehe, ist egal welche sind, dass sie einfach, und es wird jetzt in den nächsten Minuten auch einiges mehr. Du hörst ja, es kommen immer mehr dazu. Ja, es kommen immer mehr. Ich glaube, in der Zeit, wo wir da vorgelaufen sind, sind jetzt mindestens schon wieder so 100 Stück mit reingekommen oder so. Ja. Kommt eine Motorradgruppe nach der anderen hierher. Es dauert halt ein bisschen, weil die Polizei alles dirigieren muss. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch gut so, dass sie sich auch so gut vorbereitet haben, dass sie uns quasi so navigieren. Halt. Ist auch nice zu sehen, dass die ganzen Polizisten die ganze Zeit freundlich sind und ganz ruhig alle einweisen und so. Oder hast du irgendwo einen wahrgenommen, wo du sagst, oh, der war ein bisschen aggressiv? Null, oder? Nee, die waren alle ultra nett, muss ich sagen. Also es kommt ja immer auf Augenhöhe reden. Das ist so ein ganz großes Respektding. Und niemand hat jemanden angepöbelt. Die haben uns vorhin auch normal angesprochen. Genau. Und warum sollen wir die anpöbeln? Das sind ja nicht unsere Feinde. Im Notfall retten die uns ja, ne? Theoretisch, ja. Ja, aber im Endeffekt. Nee, das ist schon eine coole Nummer, was hier abgeht. Ich hoffe, viele von unseren Zuschauern sind jetzt auch auf so einer Demo gerade in dem Moment. Ne? Der ein oder andere ist vielleicht sogar hier um die Ecke. Ja, kann sein, dass hier. Dich hat ja vorhin einer angesprochen. Ja, beim Fahren hierher hat mich jemand angesprochen, hat gesagt, ey, ich gucke mal deine Videos, hat mir eine Faust gegeben. Und genau, das ist halt mega geil, dass halt auch Abonnenten halt auch auf unsere Aufrufe hierher kommen und mitmachen halt. Ne? Einfach nur, dass man da ist. Ein Moped mehr ist ein Moped mehr halt. Ne? Das ist so. Und so läppert sich das Ganze und dann ist hier so eine Masse da. Auf jeden Fall. Das ist mega geil. Was ich traurig finde, ist halt das, was in München passiert ist gerade. Das einfach verboten wurde. Ja, die haben das einfach verboten. Das ist halt mega krass.
Aber wenn jemand hier unter den Kommentaren oder ein Zuschauer halt aus München kommt, könnt ihr mir mal sagen, ob ihr trotzdem hingegangen seid. Und wenn ihr hingegangen seid, könnt ihr mir mal erzählen, was dann passiert ist, ob die Polizei da ausgerastet ist oder so, weil im Endeffekt ist es ja gegen das Gesetz dann gewesen. Ich glaube, da ist großes Konfliktpotenzial. Ich denke, die Leute haben dann einfach die Demo akzeptiert, dass es nicht da ist und sind dann einfach Eis essen gegangen. Und da waren dann zufällig auch andere, die Eis essen gegangen sind. Ja. Oder die sind einfach weiter weggefahren, ne? Ja. Dann zum Beispiel hier einen anderen Demo-Standort sind hierher gekommen. Haben das dann, ja, haben sich angeschlossen. Kann ja auch gut sein, ja, ne? Aber das wurde ja so kurzfristig abgesagt, dass das eigentlich eher eigentlich auch nicht ist. In Ordnung so. Ja. Das war ja schon lang genug angekündigt, weißt du? Boah, guck dir mal die Maschine an, Digga. Voll abgespaced, man. Ja. Naja. Aber es sind echt brutal viele Maschinen da, also verschiedene auch, ne? Ja. Haben wir schon vorhin angesprochen, aber jetzt, wenn man wirklich drauf achtet, so, ist alles Mögliche dabei. Guck, hier hast du eine Lowrider S. Da hast du so eine Offroad, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. So. Das ist eine Sumo, aber die hat Stollenreifen. Ich weiß nicht, ob die... Ja, deswegen. Also eine Enduro mit Stollenreifen ist Enduro und Sumo ist quasi mit Straßenreifen. Ja. So ein Offroad-Ding. Hier hast du eine Victory, wieder eine Harley, Ducati. Ja, das hat schon geil. Alles vertreten. Ja, meine lieben Freunde, das war's auch schon von diesem Video hier. Hier zu meiner Rechten seht ihr Dan's Moto. Geht gerne auf seinen Kanal, abonniert seinen Kanal. Macht auch geile Videos, hat auch eine Harley. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Wenn euch das Video nicht so sehr gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach unten geben. Und dann am besten erklären, wieso, weshalb, warum in den Kommentaren. Und dann trotzdem den Kanal abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und ciao.